Der Ehrenbrattern Cynic war wieder vorm Gericht, meine Freunde. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe davon gewusst, denn die gute, von mir sehr geschätzte, aber auch sehr gefürchtete Stichsägen-Kerstin hat mich im Vorfeld informiert und auch eingeladen, dort auch mit hinzukommen. Ich habe es leider nicht geschafft, weil, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz wieder auf den Beinen und dachte mir, okay, wenn ich jetzt schon nach Berlin ziehe, lass mich mal lieber noch ein bisschen resten, ja, bei Mutti zu Hause, da geht es einem natürlich immer am besten, da fehlt es einem an nichts, ja. Habe ich der Stichsägen Kerstin dann lebensmüderweise ein Ich kann leider nicht geschickt, habe dann auch kurz mein Instagram deaktiviert, meine Nummer gewechselt und alles drum dran. Ich lebe noch, ja. Berlin-Verbot ist natürlich da. Ich werde mich versuchen, über drei Ecken, ja, morgen bei Boogie und Belasch irgendwie so durch die Hintertür einzuschlängeln, dass mich Stichsägen-Kerstins Speer natürlich nicht erhaschen und gleich Bescheid sagen, dass der kalifornische Brattern hier dreisterweise eingeritten ist. Ich bin ja trotzdem gespannt, ja. Also Cynic war am Start mit Stichsägen-Kerstin heute wieder im Gericht, im Fall Arafat versus Bushido. Und heute gab's mal wieder was Interessantes, denn AK außer Kontrolle ist vor Gericht erschienen und hat aber sowas vom Leder gezogen. Ja. Ich habe auf Twitter schon ein paar Sachen gelesen. Also, ich glaube, AK hat sich den Tag im Kalender eingeschrieben. Der hat aber alle Termine seit 3 Tagen abgesagt. Ja. Ne, da muss ich auf jeden Fall hin. Der hat sich richtig gefreut drauf, Junge. So, bin ich gespannt, wie Cynic die Bude hier zusammenfasst. Let's do it. Hey. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Heute, jetzt vor, wann war ich da? 13 Uhr war ich vor Gericht, natürlich mit meinem persönlichen Rücken mit der guten Stichsägen Kerstin. An der Stelle Grüße gehen raus. Grüße gehen natürlich auch raus von mir, ja. Aber auch wenn ich auf der Abschlussliste stehe jetzt. Stichsägen Kerstin, ich hoffe, wir können uns irgendwie nochmal einigen. Du kriegst dann auch gerne 10% mehr meiner Twitch-Einnahmen, als du bisher schon kriegst. Machen wir dann einfach 70% raus, okay? Genau, haben wir uns um 12:30 da getroffen, haben wir noch schön ein Käffchen getrunken, ne? Da kamen die Abu Chakas da, kurz Faust gegeben, hallo, hallo. Sind reinmarschiert. Also kurz Faust gegeben, hallo, hallo. Damit meint Cynic natürlich nicht sich selbst, ja? Die Abu Chakas kommen an, sehen die Stichsägen Kerstin, laufen ein bisschen geduckt zu ihr, geben ihr kurz die Faust. Und den Cynic, der wird natürlich komplett ignoriert, ist ja völlig klar. Das war jetzt ein Detail, was er ausgelassen hat, leider. Da habe ich auch mal gefragt, ja, warum, was meinst du, 13 Uhr? Normalerweise immer so um 9.30 Uhr, 13 Uhr ist ein bisschen spät. Das hat mir Stichsägen Kerstin auch noch geschrieben, dass es 13 Uhr erst losgeht. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ich doch noch komme. Aber auch da, ja, wieder lebensmüde, nee, wird nichts. Hätte aber ja sein können, dass das Gericht sich gedacht hat, weißt du was, wir versuchen es mit dem Samra nochmal. Und um 13 Uhr hat er dann wahrscheinlich ausgeschlafen. Kommt dann, kam rein, alle haben sich hier hingestellt, Richter kommt rein. Und ja, das Erste, was verlesen wurde, ist halt, der Kollege Samra ist letztes Mal nicht erschienen. Wir haben keinen Attest vom Arzt bekommen. Das heißt, Samra hat quasi unentschuldigt gefehlt. Dürfte auf jeden Fall, denke ich mal, das erste Mal in seinem Leben gewesen sein auch. Ja, genau. Samra gilt als einer der zuverlässigsten Rapper Deutschlands, ja. Also wenn der Bruder da mal wieder auf Jackie und Raffaello ist die ganze Nacht, Bruder, weiß man aber, dass der morgen am Montag 7.30 Uhr im Gerichtssaal steht. Aber Wiener 1, meine Freunde. Und er bekommt ein Bußgeld von 600 Euro Strafe. Nice. 600 Euro, ja? Und er bekommt ein Bußgeld von 600 Euro Strafe. Ey, ist doch kein Wunder, dass jeder über den deutschen Rechtsstaat lacht, oder? Digga, 600 Euro Strafe. Was ist das? Woran ist das gemessen? Müsste das jetzt auch irgendein Harzer zahlen? 600 Euro? Ist das pauschal? Alter. Ja. Juckt den Samra auf jeden Fall. Safe, ja. Der weint immer noch. Die 600, die tun richtig weh. Sind dann sofort in den Fall reingegangen. Und ihr müsst ja wissen, also wenn du da reinkommst, du weißt halt nicht, wer der Zeuge ist. Du hoffst, es gibt einen Zeugen. Ah, okay. Also es wird vorher nicht verlesen. Weil ich habe ja auch gehört, dass
jetzt mittlerweile auch Flair offiziell geladen wurde. Also Flair muss auch irgendwann aussagen. Könnte mir auch vorstellen, dass der da wahrscheinlich schon Bock drauf hat, das auch zu machen, ja. Und da ist es ja dann so, dass man hingehen könnte als Zuschauer, aber auch nicht weiß, wann der da auftaucht, ja. Interessant, Alter. Du weißt aber auch nicht, wer. Und es sind auch schon super oft Leute nicht gekommen, wie letztes Mal Samurai auch zum Beispiel. Und dann hat der, haben wir halt angefangen, wurde so ein bisschen verlesen, da hat der Choppe, hier der, der Spezi von Bushido, hat dann so irgendwie random so eine Viertelstunde irgendwas vorgelesen, wo so mit Jahreszahlen und ja, der Vertrag und 30-50, 50-50. Und hat aber, war aber komplett nichtssagend so. Und der Richter war auch so. Und Arafat hat dann die These aufgestellt, der macht dann einfach so, es ist Zeit, der spielt auf Zeit. Der spielt auf Zeit. Ne? Einfach wie beim Fußball so. Diabu Chak. First time Chat from Viewer. Spitzhacker 1, noch Kontakt mit Bushido. Ey, Spitzhacker 1, wie wär's mal mit einem Hallo, Marvin? Du Fanboy! Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich wollte auch mal im Stream vorbeischauen. Hab mir da jetzt so öfters mal was auf YouTube von dir reingezogen. Hab gesehen, dass du heute relativ früh auch live bist und wollte einfach mal reinschauen. Ich bin der Spitzhacker 1 und hätte mal eine Frage, wenn nichts dagegen hast. Könntest du mir vielleicht kurz nochmal sagen, ob... ob du noch Kontakt mit Bushido hast, ja? Das würde ich dufte finden, ja? Bruder, das ist, also kein Benehmen mehr, die Leute mehr heutzutage, ja? Für den Einwurf mach schneller aus, ne? Was ist das hier? Kennt ihr, wenn der Torwart so, wenn der Ball geht links ins Tor aus, ne? Und der Torwart nimmt den Ball aber extra rechts an den Fünfer, um nochmal so ein paar, dann lässt er die Abwehrspieler, spielt die kurz nicht an, sondern macht nochmal so... Warum geht's jetzt hier? So eine Minute ist um. Ich bin komplett raus, Alter, was ist hier los? Beim Job waren es so 15 Minuten, war auch super, hat aber zu nichts geführt, so dann wurde noch ein... Ach so, okay, also Blödsinn-Gelaber. Mhm. Dann wurde noch irgendwie, eine Frau war das, die hat dann gesagt, ja, es kann nicht sein, dass immer die ganze Zeit irgendwelche Interner hier in der Bild stehen, so nach dem Motto, wer ist der Maulwurf mäßig, wusste aber auch keiner genau. So, und dann sagt halt jemand so zum Richter, ja, nee, sagt der Richter, ist der Zeuge, den wir für heute geladen haben, ist er schon da? Und der Typ meinte so, ja, der ist da. Und der Richter so, ja? Also der Richter ist einfach komplett davon ausgegangen, dass der Zeuge auf gar keinen Fall erscheint. Das ist aber auch lustig, ja? Dass der sich schon denkt, ach gut, hier, wieder mal eingeladen, Rapper X, Rapper Y, ach, die Pfeifen kommen sowieso alle nicht. Und AK außer Kontrolle als frommer Bürger, wie wir ihn kennen, aber geht natürlich seine bürgerlichen Pflichten nach, ja, als law-abiding citizen von Welt, meine Freunde. Wer war der Zeuge? Einfach fucking AK außer Kontrolle. Ja, wird der da reingerufen, kommt da rein, schön Seiten auf Kante, crazy Jacke angehabt, so beige, halb Stoff, halb Synthetik, auf so, Stylomaten-Jeans, irgendwelche teuren Schuhe, die so aussehen, wie die Schuhe, die bei der Mondlandung getragen haben, so voll, also richtig, voll auf Stylomaten-Modus. Wie sieht sein Gesicht aus oder hat er eine Maske? Also ich würde mal behaupten, dass AK außer Kontrolle ja, da jetzt nicht sein Bandana anhatte, ja, und da tue ich wahrscheinlich jetzt auch dem einen oder anderen Deutschrap-Fan gerade keinen Gefallen. Denn Leute, ich muss euch etwas verraten. Ich muss euch leider etwas verraten. Kurz durchatmen, ja? Hört hin, setzt euch bitte. Das wird einige schockieren, so wie es damals einige von euch schockiert hat, als eure Eltern euch gesagt haben, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. So Rapper wie AK außer Kontrolle und 18 Karat tragen ja Masken, weil sie so heftige Gangster sind. Wenn die denn so heftige Gangster sind, die auch gesucht sind, ja, deutschlandweit und auf der Flucht sind. Wie hat denn dann das Gericht dem AK außer Kontrolle, dessen Identität ja nicht bekannt ist, laut seiner musikalischen Kunstfigur, ein Schreiben übermittelt, dass er doch bitte beim Gericht erscheinen soll?
Ich weiß. Leute, reißt euch zusammen. Bitte, bitte, bitte. Jetzt nicht weinen, nicht weinen. Nicht weinen, ja. War er es wirklich das gut? Ja, das ist eine gute Frage, ja. Ja, also, das war eine Falle. Ja, genau. Mein Leben ist eine Lüge, ja. Der wo. Ja, also die Jungs sind natürlich alle jetzt nicht die Phantome, für die sie sich ausgeben, zahlen auch fromm ihre Steuern von ihrer Musik und sind auch beim Label angemeldet und alles drum und dran. Ja, kommt halt cool in Videos für manche halt eine Maske zu tragen. Yay. Ne? Wirklich so da reinmarschiert, breitestes Kreuz. Setzt sich hin, hat glaube ich erstmal gedacht, das ist ein Open Mic. Deswegen, der hat einfach die ersten Dinger waren einfach so, ja, und und dann meinte der Richter so, ja, sie müssen nicht so nah ans Mikrofon gehen. Ne, aber der war on fire. Der hat Bock gehabt, ne? Nee, von AK außer Kontrolle, der bürgerliche Name ist auch bekannt, der wurde auch in diversen Zeitungsartikeln abgedruckt. Und ich weiß nicht, ob Cynic den bürgerlichen Namen noch nennt, aber. Der ist auch schon länger bekannt. Das steht, glaube ich, auch in seiner scheiß Wikipedia-Seite, Alter. Leute, Leute, glaubt diesen verdammten Deutschrap-Film nicht, Junge. Wikipedia. Oh. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das da nicht drin steht. AK, außer. Jawohl. AK aus Kontrolle. Bürgerlich, Davut Altundal. Krasses Phantom, ja, was weltweit gesucht wird, meine Freunde. Dann haben die den halt gefragt, ja, Herr so und so. Und sonst hat er immer auch, hat er immer sein Bandana im Gesicht und so, ne? War auf jeden Fall interessant, den mal so zu sehen. Und spiel ich im Thema drin. Kann auch sein, dass man mittlerweile sein Gesicht schon kennt und ich bin jetzt wieder hinten dran. Es ist Davut von Dipper Straßensound, genau. Aber ich hab's das erste Mal gesehen. Und ja. Ich möchte sagen, sah gefährlich aus, ne? Also, wenn er mal irgendwie böse geguckt hat. War schon leicht angsteinflößend, aber ich saß ja auch, ich wurde ja auch, war mit der Kerstin da und es war ja alles gut. Na dann brauchst du ja mal gar keine Angst zu haben, ja. Also wenn der dich schief anschaut, Digga, da kommt die Kerstin mal kurz zum AK außer Kontrolle, Digga. Ja, gib ihm kurz mal einen Leberhaken, dann liegt er erstmal 3 Minuten auf dem Boden und pisst sich ein, Alter. So einfach ist das, ja. Auf jeden Fall, komme ich später noch zu, der hat auf jeden Fall einen super Bombentag erwischt, wirklich Killer. Ja, haben die denn halt gefragt, ja, und wie sieht's aus? Wie sind sie denn damals zu EGJ gekommen? Ja, über einen Kollegen habe ich halt gefragt, ob der vielleicht connecten kann zwischen Arafat und mir. Da habe ich mich halt mit Arafat hingesetzt und der Richter wollte halt darauf hinaus. Weil das Thema, was so über allem schwebt, ist halt, wie war das Verhältnis zwischen Arafat und Bushido? Ja, das darf man nicht vergessen, ja. Also bei diesen ganzen Erzählungen, die sind ja immer sehr, sehr lustig und alles drum und dran, ja. Auch wo diese Sekretärin da interviewt wurde oder halt auch wo Bushido selber interviewt wurde oder vernommen wurde, muss man ja sagen. Die allumfassende Frage ist natürlich, wie glaubwürdig ist Bushidos Schilderung der Tatvorgänge des bösen Arafat laut diverser Zeugen, wenn man sich anhört, wie die Zeugen das Verhältnis zwischen Arafat und Bushido damals mitbekommen haben. Ja, deswegen werden hier so Leute, deswegen werden Leute wie AK aus der Kontrolle eingeladen, deswegen werden Leute wie Shindy eingeladen, wie Flair, ja, unmittelbare Zeugen halt, ja. Und ist etwas, was sich deckt mit auch Aussagen aus dem Bushido-Interview, was ich mit ihm damals geführt habe, wo ja auch gesagt wurde, dieser ganze Signing-Wahnsinn von damals ging mehr von Arafat aus und nicht von Bushido. Bushido hatte eigentlich nicht so Bock darauf, das Label so künstlich aufzublähen. Aber Arafat wollte mehr und mehr Künstler. Ja, und die haben dann alle auch mit Arafat. Fanboy! Die haben das dann auch alle mit Arafat geregelt, ja. So, das war halt die Frage, ne? Ja. Und was für ein Verhältnis haben die beiden gehabt? War das so ein brüderliches Verhältnis? Haben die sich auch vor ihnen gestritten? Welcher Name stand auf dem Vertrag drauf? Mit wem haben sie den Vertrag ausgehandelt? Und der hat halt einfach alles mit Arafat gemacht, ne? Das hätte ich jetzt auch so erwartet, ne? Das ist ja allgemein bekannt gewesen, ne? Dass Arafat das Geschäftliche dann alles auch gemacht hat, ne? Und da die Details geklärt hat und Bushido dann nur noch zum Händeschlagen kam, ne? Und während des... Händeschlagen. zum Händeschlagen.
mit dem Rohrstock natürlich. Nee, zum Handschlag mache ich natürlich verdammte Axt nochmal. Während die beiden miteinander geredet haben, habe ich so kurz mir das Szenario reingezogen und kurzzeitig sah das wirklich aus wie Tennis. Ne? Weil rechts sitzen halt so die Anwälte und die Angeklagten, links auch ein paar Anwälte und ein Angeklagter. Und der Richter war dann immer so, also der Richter war hier und hat so gesagt, ja, Wann bist du Smudo und Thomas D. in den Zeugen stand? Na, der Prozess ist nicht vorbei, bevor Gent ausgesagt hat, ne? An welchem Datum war das denn? Weiß ich nicht mehr genau. Okay, wann war das dann? Und alle im Gericht waren so... Über so eine halbe Minute, war richtig schön anzuschauen auf jeden Fall. Und schade, Digga. Also mit zunehmender Laufzeit von dem Video ärgere ich mich, dass ich nicht doch noch nach Berlin gefahren bin, Digga. Akka hat aber komplett souverän das Ganze auch... Auch wegen den Unsummen an Geld, was ich jetzt Stichsägen-Kerstin noch abdrücken muss, ja? Antwortet so, ja, ich habe mit Arafat das Ganze verhandelt. Pipapo. Dann hat er irgendwas erzählt von wegen, ja, 30% Vertrag halt. Und das habe ich mir dann notiert und dachte mir so... Der kann ja unmöglich damit meinen, dass sein Anteil 30% waren und die von ihm 70. V. Weidi, danke schön für den Twitch Prime Sub. Willkommen in der Family. Oh. Darth Murder, danke für die 200 Bits. Das Video vorhin hat dir echt nicht gut getan. Du redest verworrenes Zeug. Rapper mit Gesichtsbedeckung sind bekanntermaßen immer die härtesten und gesuchtesten in Deutschland. Stimmt, ja. Ich damit meinen, dass sein Anteil 30% waren und die von EGJ 70. Damit meinen, dass sein so. Der kann ja unmöglich damit meinen, dass sein Anteil 30% waren und die von EGJ 70. Na doch, was denn sonst? Ne? Er hat ja auch erzählt, dass die 70% wurden dann halt 50-50 nochmal aufgeteilt zwischen Arafat und... Du Fanboy! Onkel Easy, danke für den Twitch Prime Sub, neun Monate am Start. Bogota, bis zum bitteren Ende, yes baby. Dass die 70% wurden dann halt 50-50 nochmal aufgeteilt zwischen Arafat und Bushido. Dass die halt beide 35 haben, aber egal, kommen wir dann später noch zu. Hat dann halt erzählt, mit Arafat hat er den Vertrag gemacht, hat auch erzählt, Arafat ist der Leader gewesen, so alles wurde mit Arafat besprochen, pipapo. Und dann hat er erzählt, dass der halt zu einem Zeitpunkt 10.000 Euro Steuerschulden hatte. Also 30% für den Künstler ist doch okay. Ihr dürft euch das jetzt nicht so vorstellen, dass das jetzt hier zwei Privatpersonen sind, ja, die vielleicht Security machen. Das ist ja, das ist ein Label, Digga. Das ist ein Label, ja. Und als Künstler 30% vom Label zu bekommen, da gibt's, sagen wir mal, einige Künstler, die bei den Majors sind, die würden sich aber für 30%, da würden die aber einen Ratschlag machen, Digga, ja. Für 30%. Die kriegen nicht mal 10% teilweise. Ne? Und ist dann, hat dann AK erzählt, dass er damit zu Bushido gegangen ist. Zuerst hat er halt gedacht, ja, okay, Bushido ist halt, Mann, der ist halt hier so der Mac Daddy, so dessen Namen trägt das Ganze hier so. Ich gehe zu dem, hat er dem eine Wisch gezeigt, nach dem Motto, guck mal hier, ich habe 10.000 Euro Steuerschulden. Und Bushido hat wohl eiskalt gesagt, Augen verdreht und gesagt, so, ja, ist zu viel, kann man nicht machen. Oh, krass, ja. 10.000 Euro zu viel? Also AK außer Kontrolle hat 10.000 Euro Steuerschulden gehabt zu dem Zeitpunkt und konnte die nicht bezahlen. Aber war der davor nicht, ist der davor nicht schon gechartert und alles drum und dran? Hat der davor nicht hier Millionen Panzerknacker Überfälle gemacht und so weiter? Wo ist das Geld? Ja gut, da waren wir dann auf Raffaello dann natürlich, ne? Kommt gleich das Laufen, okay. Das muss ich erstmal besprechen, pipapo. Hat den halt eiskalt hängen lassen. Ne? Und da muss man ehrlich sagen... Okay, also jetzt mal davon abgesehen, ob... ihr sagt ja, AK sagt gleich selber noch, oder Cynic erzählt gleich selber noch vom AK, dass er nicht bezahlen konnte. Davon abgesehen, 10.000 sind ja für Bushido damals echt ein Klacks gewesen. Das ist schon krass, ja, dass er sagt, nee, du, Brudi, ist nicht. Das ist schon crazy. Das ist crazy frech auch, ne? Ich meine, ich bin in dem Zirkus... Das ist ja dann Schwarzgeld. Nein, da gibt es ja verschiedene Wege, Digga. Ja, entweder du machst das mit einem Vorschuss, den du natürlich dann aber auch wieder versteuern musst. Das ist ja dann wie aufgeschoben und nicht aufgehoben. Wenn du nicht gut haushaltest, ja, haushältst, oder als Schenkung kannst du es ja auch einfach machen von Person zu Person. Also ist nicht drin, ne? Aber... Mann, du bist
du bist einer der bestverdiensten deutschen Rapper, so Millionen. Bin leider bei Insta blockiert, Marvin. Bin damals aus Versehen auf Sprachanruf gekommen, hab sofort weggedrückt, wurde leider trotzdem geblockt. Ja, wer mich unaufgefordert oder unangemeldet versucht, über Instagram anzurufen, wird geblockt, genau. Du bist einer der bestverdiensten deutschen Rapper, so Millionen, aber Millionen schwer. Signst einen neuen Künstler, ne? Der kommt mit einer Kleinigkeit von 10.000 Euro an und du bist aber so drauf und sagst so, das ist schon ein bisschen viel. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also sag jetzt erstmal nein, aber ich bespreche das nochmal mit den Leuten und das ist wirklich, das ist crazy. Das ist hart, Skorpion in der Tasche auf jeden Fall. Uncool. Aka hat dann erzählt, dass er mit den 10.000 dann mit demselben Wisch dann zu Arafat gegangen ist und Arafat gesagt hat, ja. Bushido hat Rusen Fufi Busgeld vorenthalten und er redet von 10.000. Ja, Speedfreak, hast du eigentlich recht, ne? Ah, scheiße. Hier sind 10.000 Euro. Vorschuss, dann zahlen wir die irgendwann zurück. Und Arafat hat das dann einfach geregelt, ne? Und man hat schon gut rausgehört, auf jeden Fall, dass AK so ein Groll gegen Bushido hegt, weil, wie er auch erzählt hat, 2017, glaube ich, 2016, glaube ich, ein Album rausgebracht, was irgendwie Top 3 war ein Bombenalbum. Ich wollte gerade sagen, ja, Top 3 gegangen, Brudi, wo ist der Geld? War dann 2017, hat er dann bei EGJ unterzeichnet und die wollten halt diesen Sampler, ne? Wisst ihr ja Bescheid. So, und AK hat dann auch gesagt, ja, Bushido hat schleifen lassen, der hat nichts gemacht. Und der Richter meinte dann auch so, beschreiben Sie das mal. Ja, der hat Schiss gehabt, der hat Schwanz eingezogen. Wir wollten Sampler machen, der Sampler kam nicht raus. Er deckt sich mit den, mit den Aussagen von Ali Boumaier jetzt auch bei Burak, ne? Und auch mit den Aussagen von Lars. Einfach wegen Bushido. Ja, und AK meinte dann auch so, guck mal, ich habe jetzt, ging mir voll auf, der hat sich gut in Rage geredet. Ne? Der meinte so, guck mal, ich habe jetzt hier anderthalb Jahre Leerlauf, ich habe vorher ein Top-3-Album gehabt, gehe dann zu EGJ. So, ich arbeite 2 Monate durch, habe meine Parts ready für den Sampler. Dom da Dom, danke für die 200 Bits. Übernachtest du etwa nicht im Waldorf Astoria während deines Berlin-Aufenthaltes? Nee, Brudi. So dicker habe ich da doch nicht. Ich schlafe bei Jay. Der Ehrenbruder Jay hat mich eingeladen, in seinem neuen Domizil in Berlin mit zu hausieren. Ja, das ist festungsmäßig abgeriegelt, Digga. Ja. Und da läuft das. So, haben die dann später noch aufgeklärt, wisst ihr ja eh schon. Warum? So, ist ja auch in Ordnung. Dann schaltet sich so die Oberstaatsanwältin ein. Das ist die vom Arafat immer den hier bekommt. Die schaltet sich ein und sagt so, ja, aber... kann ich mir nicht vorstellen. Sie sagen jetzt, sie konnten nicht arbeiten. Aber warum konnten sie denn nicht arbeiten? Warum konnten sie denn keine Musik rausbringen? Und er sagt so zu der, ja, weil wir wollten Sampler machen und wegen Bushido konnten wir den nicht machen. Also konnte ich nicht arbeiten. Und da sagt sie so zu dem, ja, aber warum haben sie denn nicht einfach gemacht? Was hat denn nicht gepasst? Was hat denn gefehlt? Und AK meint so, Bushidos Parts. Und die Staatsanwältin war so. Was versteht die denn nicht? Hä? Ja gut, die weiß wahrscheinlich nicht, was ein Sampler ist. Ja. Die weiß nicht, dass ein Sampler ein Zusammentreffen von allen auf dem Label befindlichen Artists ist, wo dann jeder Parts beisteuert, dann halt alle außer Bushido schon fertig waren und sozusagen da kleine Fragmente hier und da noch gefehlt haben, die halt einfach nicht fertiggestellt wurden, weil Bushido keinen Bock auf den Sampler hatte, ja. Aber sie weiß es nicht, ja. Sie weiß nicht, was ein Sampler ist anscheinend. Staatsanwältin war so. Das ist geil, das ist gut. Schade, dass ich dabei war. Kacke. Also das verstehe ich jetzt nicht, warum. Was meinen Sie mit Bushidos Parts und AK so? Die Rap-Parts, so, wir haben einen Sampler geplant. Wir alle, ich habe meinen Part eingerappt, der hat seinen Part eingerappt, der hat seinen Part eingerappt, der kommt nicht und macht, wird nicht fertig, der will nicht einfach nicht aufs Album. Wie sollen wir denn den Sampler rausbringen? Der war in so einem nicen Rage-Modus und das war noch die Vorstufe auf jeden Fall zu dem, was noch später kam. Hat er dann, da sah die Oberstaatsanwältin. Aber AK auf jeden Fall Bock gehabt hier, ja? Richtig böse aus. Das war böse peinlich, da hat die sich übelst blamiert. Und sie sagt dann auch so, ja, ich kann ja nicht wissen,
wie das mit so einem Sampler läuft und so. Granted, so kann sein, muss, aber dann kann man auch ein bisschen anders fragen, weil die hat schon so nach dem Motto gesagt, ja, das sind doch hier faule Ausreden, wie sie konnten nicht arbeiten. Der so, ja, Bushidos Parts. Und dann war einfach so 5 Sekunden lang. Ey, das war so schön. Egal, da war die erstmal abgefrühstückt auf jeden Fall. Dann ging es um das Meeting, wo die Trennung den Künstlern quasi, ja, unterbreitet wurde. Das heißt, AK hat also erzählt, wie am, ich weiß nicht, wann war das, 18. Januar oder so 2018, Puderstraße. Fanboy! Liridon Boyce, danke für dein Twitch Prime Sub, 11 Monate am Start. Puderstraße ist das, wo auch Papa Ari ist, ne? Da war ich auch schon mal essen. Ich weiß nicht, wann war das, 18. Januar oder so 2018? Da hab ich mir ganz dekadent eine Pizza Salami geholt, Digga. Die hat sogar gut geschmeckt. Das heißt, AK hat also erzählt, wie am, ich weiß nicht, wann war das, 18. Januar oder so 2018, Puderstraße, hieß die Straße, glaube ich, genau. Ich weiß nicht, ob das bei Papa Ari ist oder wo die da ihr Headquarter haben, ist ja nebeneinander. AK, Shindy, Lars, Ali Boumaye, wer war noch da? Arafat Bushido, die Caro, die Sekretärin, Rommel wohl und noch irgendwie Leute, die an der Tür standen und geraucht haben, hat AK halt erzählt. Und die wollten dann halt genau von dem wissen, wie die das gesagt haben. Und da meinte er halt so, ja, also es war wie immer, Bushido und Arafat haben miteinander geredet. Wir saßen da und als sie fertig waren mit Reden, kamen die zu uns und haben uns dann halt erzählt, was die vorhaben. Und alle waren total gelassen. Keiner hat irgendwie so großartig Faxen gemacht und die haben denen halt erzählt, wir arbeiten demnächst nicht mehr zusammen. So. Und dann hat AK halt erzählt, ist er so ein bisschen ausufernd geworden und meinte so, der hat einfach den Schwanz angezogen. So. Bushido hat gesagt, ich habe hier Stress mit den beiden Rappern, ne? Kollega und Farid, ich habe Stress mit Kollega und Farid und ich will die nicht zurückdissen. Wir können die nicht zurückdissen, weil die beiden angeblich ein Video haben von Bushidos Frau. So. Und dass das jetzt kein Video ist, wo die irgendwie im Alnatura Granatäpfel kauft, ist, glaube ich, auch jedem klar. Also hier ist wieder die Story, ja, von wegen, Farid und Kollege hatten ein Video von Bushidos Frau in, ja, in der Vertikalen oder so, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, was da drauf sein soll. Sextape ist ja das, was man jetzt so am naheliegendsten sein könnte. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das nicht existiert, weil das schon rausgekommen wäre. Bei den Unmengen an Feinden von Bushido, die er momentan halt hat, ja. Aber diesmal ist die Story vor Gericht. Naja, warte mal, der Teufel liegt im Detail, E-Tox. Ja, der Teufel liegt im Detail. AK hat gesagt, dass Bushido gesagt hat, wir können dir nicht zurückdissen, weil er gehört hat, dass Farid und Kolle ein Video von Anna-Maria haben. Es könnte natürlich auch sein, dass Farid und Kolle den anders getechnikt haben und das einfach erfunden haben. Was auch sein könnte, ist, dass irgendeine Drittpartei Bushido diese Story ins Ohr gesetzt hat und vielleicht auch gesagt hätte, ey, die dissen dich so ekelhaft, die müssen doch irgendwas in der Hand haben gegen dich, Digga. Kann doch nicht sein, dass jemand den großen, unantastbaren Bushido so offensiv disst und nichts gegen dich in der Hand hat. Und dann ist er vielleicht selber ins Grübeln gekommen, was könnte das sein? Oh, scheiße, nicht, dass die irgendwie ein Sextape haben oder sowas. Und hat dann so eine Paranoia geschoben, ist dann so wahnwitzig in seinem Kopf geworden, Alter. Ist dann komplett da hat er sich dann komplett drauf versteift, auf diesen Gedanken, und hat sich dann vielleicht gedacht, nee, ich will nicht zurückdissen. Vielleicht hat es Bushido erfunden, um einen Grund zu haben, den Schwanz einzuziehen. Asparius, Bruder, ich hab's immer gewusst, du bist kein Dummer. Das ist nämlich auch eine sehr, sehr gute Variante. Ja? Man weiß es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kollega und Farid nicht im Besitz eines Sextapes von Anna-Maria sind. Ja.
Also, ob es solche Tapes gibt von Anna-Maria, man weiß es nicht. Ja. Seine Frau muss doch wissen, ob es das gibt. Ja, vielleicht gibt es das ja. Ja. Und mal Real Talk. Ich finde das nicht verwerflich. Wenn es von Anna-Maria von vor 15 Jahren oder sowas, ja, wo sie mit irgendeinem Dude zusammen war und die sich mal beim Vögeln gefilmt haben und der Dude halt so ekelhaft war und sich gesagt hat, ja gut, das behalte ich mal, wer weiß, wofür ich es noch benutzen kann und dann vielleicht noch versucht hat, damit irgendwie Kohle zu machen, finde ich, kann man da Maria kein, Anna-Maria keinen Vorwurf machen. Ja? Bruder. Wenn man sich da, wenn man, ich habe mich auch schon mal. Dummerweise, ja. Also dummerweise, jetzt wo ich ein bekannter Superstar bin, muss ich echt sagen, dummerweise. Schon mal gefilmt, aber mein Gesicht war nicht zu sehen. Ja, es war POV. Also man könnte ahnen, dass ich das bin. Ja. Am ehrfurchterregenden Gemächt. Und das ist natürlich crazy. Ich meine, das hat man, das, ihr wisst das wahrscheinlich schon. Aber es ist halt krass und man muss sich halt so fragen, also ist das korrekt so? Oder muss man da überhaupt korrekt sein? Ich meine, Bushido hat sich jahrelang aus dem Fenster gelehnt, den dicken Max gemacht so und hat versucht, die irgendwie klein zu halten und auch zu schießen. So, die Jungs sind kranke Rapper, für mich ist Ave Maria einer der besten Diss-Tracks aller, gerade Kollis Part ist für mein Lieblings-Kollega-Part auf jeden Fall, of all time ist der erste, ist sein erster Part auf, ist sein, ist der erste Part auf Ave Maria so. Ist krank, ist krank. Ave Maria, komplette Zerfickung, Digga. Unfassbares Ding. Unfassbar geil getimt auch, wie das Video rausgekommen ist, Digga. Holy shit. Krasse Rapper, krasse Gegner, krasse Typen. So, und Bushido zieht dann Schwanz ein, weil, nicht weil die bessere Lines haben oder weil die übermächtige Rapper sind oder sonst irgendwas oder weil die, keine Ahnung, krasse Rücken haben, sondern weil die einfach ein Video haben von seiner Frau. Und jetzt, da fragt man sich natürlich so als Fan, wie haben die dem die Info zukommen lassen, so nach dem Motto, ey Bushido, Dicker, Ennis, halt den Ball flach, wir haben hier ein Video, du weißt, wie die Welt heutzutage funktioniert, kommt ein Video raus, geht das viral, könnte böse werden, deswegen, mach mal lieber nichts. Also, wenn das wirklich stimmen würde, fände ich es scheiße von Kolle und von Farid. Ja. Wenn das wirklich stimmen würde, wenn die gesagt hätten, ey, pass auf, mein Freund, wir haben dich jetzt hier gottlos hops genommen, du hast das Album sicherlich gehört, hören wir von dir nur einen Mucks in unsere Richtung, leaken wir ein Tape, wo deine Frau, wo die Mutter deiner Kinder bei sexuellen Praktiken gefilmt wird. Es wäre unsportlich, Digga. Es wäre ein unfairer Move, wenn das so passiert wäre. Und das fände ich von Farid nicht cool und das fände ich von Kollegah nicht cool. Auch wenn ich mit beiden cool bin, ja. So, ich weiß nicht, ob es genauso war, das ist natürlich jetzt Mutmaßung von mir, aber es ist auf jeden Fall krass. Und Bushido hat dann, hat AK noch erzählt, Bushido hat dann wohl gesagt, ja, die haben ein Video von meiner Frau und wenn das rauskommt, ey, wenn das rauskommt, dann werde ich zum Mörder, weil da geht es um meine Familie und dann würde ich ausrasten. Und AK hat dann aber auch das in so einem Ton erzählt, nach dem Motto, ja, pst, Alter, genau. Wirst dann zum Mörder, okay, du würdest ausrasten, ja, du bist genau so ein Typ, du bist so ein Amok-Typ, genau. So. Und dann hat der Schoppe, Bushidos Anwalt, sich nochmal eingeschaltet. Und AK war aber schon im Modus, ne? Und dann, ich schwör's euch, das war einfach ein Battle. Das war aber kein Battle auf Augenhöhe, das war einfach Cynic gegen Jack Dragon, das war, ja, was war das, Alter? Das war einfach eine Hinrichtung. Wirklich, das war einfach, ja, Roasting Session, Bodybag. Der Schoppe hat mit Händen und Füßen versucht, aber AK war einfach komplett on fire. Und der Schoppe meinte dann so, ja, aber hat dann so eine ganz, wirklich eine ganz blöde Frage gestellt und meinte so, ja, aber wussten Sie denn schon vor dem Meeting von der Trennung von Bushido und Arafat? Und ich zitiere, AK außer Kontrolle. Wie soll ich denn davon wissen? Wir wurden alle zum Meeting. AK auf jeden Fall. So ein richtiger Proll, ja? Feier ich total, Digga. Hingebracht und. Und dann haben die uns das da. Weißt du, sie versuchen mich hier so und so hinzustellen. Da habe ich aber keinen Bock drauf.
Soll ich dir mal was sagen? Ich bin zu Bushido gegangen, der hat den Schwanz eingezogen. Ich bin sauer. So, Bushido, ich hatte Probleme. Später hatte ich noch 240.000 Steuerschulden wegen dem Album vorher, Vorschuss, Pipapo, was... Alter Schwede, ja? Da siehst du mal, Digga. Vorschüsse, lass die Finger davon, Alter. Wenn es anders geht, weg mit diesen Drecksvorschüssen. Schaut mein Video. Wie heißt denn das nochmal? Rapper in der Schuldenfalle oder sowas? Rapper in der Schuldenfalle, habe ich das, glaube ich, genannt, oder? Ja, hier, Digga. Schaut das. Das ist ganz, ganz wichtig für alle angehenden Rapper. 191.000 Klicks auch mittlerweile. Die Rapper-Schuldenfalle, wie Newcomer durch Vorschüsse Fake Reichtum vortäuschen. Schaut euch das an. Ganz, ganz wichtiges Video. Und natürlich, wie immer, den Adblocker aus. Sonst knallt's, habt ihr verstanden, Alter? Was dann nicht gezahlt wurde, Steuern wurden fällig. Aus den 10.000 wurden 240.000, weil man weiß, das wird ja sukzessive mehr. So, und Bushido, ich war Bushido scheißegal. Und ich sag ihn so, wie es ist, der ist mir scheißegal. Ich schwöre, dieser Scheißegal-Counter war am Ende bei 29. Der ist mir scheißegal. Ihr scheißt auf den, der ist mir scheißegal. Bushido ist mir scheißegal. Bushido hat 3 Kinder. Ich habe auch 3 Kinder. Kümmert er sich um meine Kinder? Nein, ich guck auf meinen Arsch. So, und dann waren die aber... Ja, legitime Argumente, ja. So, warum wurden denn jetzt aus den 10.000... Wenn der sich selbst am nächsten ist, bin ich mir auch selbst am nächsten. Ich muss mich auch um meine Familie kümmern, ja. Und irgendwie 240.000. Und dann war AK so ein bisschen im Bragging-Modus, meint der... Ich habe vorher auch Geld verdient. Ich habe allein 1 Mio Vorschuss bekommen für das Album. So, als ob ich vorher kein Geld verdient habe. Geil auf jeden Fall. War auf jeden Fall... Ja, es war, ich habe mehrere Male lachen müssen, weil es wirklich... Weil AK hat den Saal rasiert, Alter. Ohne Spaß, der ist da rein. Das war Scheiße, Digga. Scheiße, ich wäre gerne dabei gewesen. Verdammt, Alter. Warum bin ich nicht hingefahren? Eine One-Man-Show. Die Abu Chakas. Na, aber ich sag mal so, für meinen restlichen Aufenthalt war es, glaube ich, besser, dass ich erstmal wieder genese. Wie gesagt, heute geht es mir besser, weil ich mit euch streame hier gerade. Das hilft auf jeden Fall schon viel und dann hoffe ich mal, dass ich einen gesunden Schlaf kriege und dann morgen bei Boogie alles rasiere. Dass ich, die Stichsägen, Kerstin, alle mussten sich das Lachen verkneifen oder haben auch gelacht. Also der hat da wirklich, Dicker, der hat da eine Show draus gemacht. Und der war, Dicker, der kam, der war on point, der war on fire. Der war krass auf jeden Fall. Da haben die noch so mal nachgehakt, wie das mit den Steuerschulden, wie das alles passiert ist. Hat er auch erzählt. Und dann meinte der Schoppe, hat nicht aufgegeben. Der dachte, das ist so scheiße, Alter, ich liege jetzt hier gerade in Runden 2-0 hinten. Ich frage noch mal was. Aber die 10.000 Euro, hier in dem Polizeistatement, was sie gegeben haben vor... Meinte er, ich habe langsam die Nase voll. Sie versuchen mich hier als dumm darzustellen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Steuern. Ich weiß immer noch nicht, was Umsatzsteuer ist. Kann sein, Krankenkasse, holt das vom Finanzamt. Ist doch der Geilste, ja. Einfach geil, der war so, so real und so ehrlich. Der meinte so, guck mal, ich habe so und so viel Tausend bei der Krankenkasse. Ich habe jetzt schon wieder irgendwie 66.000 bei der Krankenkasse Schulden. Die gehen zum Finanzamt. Finanzamt pfändet mein Konto. Die nehmen das Geld runter. Danach ist wieder alles gut. Hat der eiskalt so erzählt, ne? Ich schwöre, Weltklasse, Alter. Real as it gets, so. Saß der, da hat er das alles erzählt und sagst so zum Chopper, sie versuchen mich hier als dummen Idioten darzustellen. Meint er so, ich habe keine Ahnung von Steuern. Ich habe Abgangszeugnis. Und alle so, Alter. Böse Line. Wirklich böse Line. Sagt er dem, wirklich, der war auch laut. Ne, und AK saß wirklich so, also, der war so quasi vor dem Chopper, weil die haben... Shino, danke für die 200 Bits. War Bushido da im Saal mit dabei? Hab's jetzt nicht mitgecheckt, ob er dabei war. Nee, war nicht. Darth Murder, danke für die 200 Bits. Kleiner Beitrag, dass die Sonne der Bogota Bubble wieder regelmäßig erscheint und wir der Bogota Sonne helfen können beim Scheinen. Wunderschön. Wie viel Abstand haben die gehabt, Alter? Lass es so 2,5 Meter gewesen sein. Und der hat wirklich, die Distance noch so ein bisschen geclosed, hat sich nach vorne gelegt und der Chopper war die ganze Zeit so, ja, aber, weil sie haben ja erst gesagt Krankenkasse und dann jetzt auf einmal Umsatzsteuer. Was war es denn nun? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Abgangszeugnis. Ne? Nach dem Motto Schule abgebrochen und so. Ich höre es euch, Weltklasse. Danach haben die noch ein bisschen Das ist ein guter Albumtitel, Digga, ja. Abgangszeugnis. Nachgehakt. Dann hat er noch erzählt, dass der vorher bei Universal einen absoluten Knebelvertrag hatte mit einfach 18% Beteiligung. Na, habt ihr gehört, ja? Habt ihr gehört? Für die Leute, die sich vorhin im Chat beschwert haben, dass AK außer Kontrolle einen EGJ-Deal annimmt, wo er 30% verdient, ja. Also, Brudi, ja.
Der hat dabei Universal aber deutlich weniger verdient, Digga. So, ich habe, guck mal, ich habe keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, zweimal einen Vertrag gehabt oder habe einen Vertrag mit, genau, prozentualer Beteiligung. Das ist 80-20, ne? Management halt. Und bei dem ist einfach umgekehrt. Ja, das kannst du aber nicht vergleichen, Digga. Also Cynic bei aller Liebe, ja? Es geht hier um einen Universal Major Vertrag. Du hast irgendeinen Manager, der dir irgendwelche Projekte an Land zieht oder dein Comedy-Kram da macht oder sowas. Bro, das kannst du nicht vergleichen, also bei aller Liebe, Digga. Das ist einfach umgekehrt, das ist einfach 20-80, also beziehungsweise 18-82. Crazy, Alter. Keine Ahnung, wie man da reich werden soll. Und dann hat er halt auch ganz ehrlich erzählt, meinte, ich habe bei Universal 18% gehabt, da bin ich zu EGJ, da habe ich 30 gehabt, ist fast doppelt so viel. War für mich super. So. Krank auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Mann, er kam, sah und siegte, der kam da rein, der hat sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Mic genommen, hat... Es klingt nach einer coolen Show, die er da abgeliefert hat, ja. Alle Zweifel beseitigt, hat sich... Mich würde mal interessieren, wie viele Stunden das jetzt alles hier umfasst, ja. Sich Luft gemacht, was... Das könnte alles 30 Minuten gewesen sein, könnte aber auch 4,5 Stunden gedauert haben, ja. Dazwischen ist alles drin, Digga. Bushido anging und danach ist er einfach wirklich... Hat sich Luft gemacht, was Bushido anging und danach ist er einfach wirklich wie... Mann, der ist da, der ist aus dem Gerichtssaal wieder raus wie Tupac, Alter. Ich schwör's euch. Bombentag auf jeden Fall. Schade, dass der nicht nochmal kommt, aber der ist da wirklich, der hat einfach das ganze Ding abgefrühstückt, ist da so wieder rausmarschiert. Killer. Mittwoch geht's jetzt weiter. Man weiß immer noch nicht, natürlich nicht, wer jetzt geladen ist, aber ich bin auf jeden Fall Mittwoch wieder am Start und zieh mir das rein. Ja. War auf jeden Fall ein geil, lief wieder. Mittwoch hat er gerade gesagt, ja? Alles zu den Gunsten. Ja gut, das morgen, ich bin ja bei Boogie. Vielleicht, wenn danach irgendwie nochmal ein Prozesstag ist, nach morgen sozusagen, schaue ich auch mal vorbei. Von den Abu Chakas auf jeden Fall. Langsam wird das Ding halt wirklich immer klarer und man stellt sich so die Frage, warum machen die das noch, Alter? Choppe spielt auf Zeit. Die Sachen, die Arafat irgendwie so darstellt oder gesagt hat, bestätigen sich. Bushido lügt hier. Da bestätigt ein Künstler, dass das Ganze, was Arafat sagt, eher stimmt als das, was Bushido sagt. Nathan, ich bin fett geworden. Wie kann man schnell nachhaltig abnehmen? Indem du mit deinem Twitch Prime Sub bei mir subst. Das wirkt Wunder, Digga. Weil das ist wichtig für deine Psyche und abnehmen ist Kopfsache. Okay? Das Ganze, was Arafat sagt, eher stimmt als das, was Bushido sagt. Wie soll das Ganze weitergehen? Ich hoffe einfach drauf, dass die ganzen anderen jetzt auch noch antanzen. Falls sie nicht. Also der Prozess geht einfach schon über ein Jahr, oder? Es ist komplett geisteskrank. Schon da waren, ne? Zu diesem. Was kostet das, Alter, ja? Diesem Meeting-Ding da, Lars, Shindy, Ali. Genau, nee, das haben die am Anfang erzählt. Die haben gesagt, Shindy wurde wieder ausgeladen. Keine Ahnung warum, aber das ist genau, das war die Information, die da durchgesickert ist bei der Bild-Zeitung oder in einem anderen Outlet. Und da hat sich halt die Anwaltschaft von den Abu Chakas ein bisschen drüber aufgeregt, nach dem Motto, wie kann das sein, dass solche hart internen Sachen nach außen dringen, dass dann hier Rosberg und Co. einfach wissen, ihr könnt es euch denken. Dav Mörder, danke schön für die 200 Bits, hol sie nach. Marvin, du wirst Minimum schmunzeln, Head of Sales, Story sehr, sehr interessant. Ja, check ich ab. Dass Shindy zum Beispiel wieder ausgeladen wurde. Naja. Ich bleibe auf jeden Fall dran für euch. Ich gehe da nochmal zum Gericht. Ich marschiere da nochmal rein am Mittwoch. Hoffe, dass wieder ein geiler Gast da ist. AK, alles rasiert. Es läuft auf jeden Fall zu den Gunsten der Abu Chakas. Und ja, scheint auch so, ne? Wenn AK außer Kontrolle hier auch sagt, ey, ja, ich habe da eigentlich nicht gemerkt, dass die irgendwie miteinander so mega Stress hatten. Ja, kam mir eigentlich vor, als ob die so Bros sind, die zusammen Business machen. Ist jetzt natürlich nicht so dienlich für die Story, die Verschichis erzählen, dass das Monster Arafat die jahrelang wie Sklaven gehalten hat, ja. Und, ja, ich bin froh, dass ich da immer wieder dabei sein kann und dann euch davon berichten kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut da rein, meine Lieben. Also danke auf jeden Fall fürs Update an den Bruder Cynic. Ja, Grüße gehen raus hier an der Stelle. Sorry nochmal, wie gesagt, dass ich kurzfristig dann doch nicht mitkommen konnte.
Da muss man natürlich sagen, ich hoffe einfach mal, dass Cynic sich das weiterhin gibt. Und da gibt es natürlich ein Like für, ja. Komm, wir fliegen nach Bogota und ziehen Kokaina. Komm, wir fliegen nach Bogota und ziehen Kokaina. Komm, wir fliegen nach Bogota und ziehen Kokaina. Komm, wir fliegen nach Bogota und ziehen Kokaina.